Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, wie all und wie immer mit dabei der Knotosaurus. Ja. Ja, ich hatte mir eigentlich überlegt, dass ich wie all erstmal nicht mehr spielen möchte, weil die V4 ja dezent optimierungsbedürftig ist, noch ein wenig. Dezent, ne, sagen wir einfach mal dezent. Aber das letzte wie all Video kam so gut an, hat so eine gute Resonanz bekommen. Habe ich mir gedacht, okay, wenn wir es im Stream schon nicht mehr spielen, dann bringe ich wenigstens noch ein paar Videos dazu. Und ihr seht es schon, wir spielen wieder auf der V3, weil, ne, eben gerade angesprochen, ich glaube, es gibt auch so gut wie keine V4-Server mehr, wegen diverser Schwierigkeiten auf dieser Map. Also bleiben wir erstmal wieder auf der V3. Ja, versuchen immer noch den Shanto zu erreichen, hier geht's leichter. Und jetzt heißt es erstmal, dass wir uns wieder finden müssen. Und ich bin auch an den Tribbles, ich bin am zweiten von den Tribbles, da wo die Felsformation ist. Jetzt müsste ich dich theoretisch eigentlich auch schon sehen. Du kannst mich irgendwie nicht einladen, ne? Ich hab dich eingeladen, geht das nicht? Nee, es kam nichts an, ne? Warte mal, ich drück nochmal. Jetzt habe ich ein paar Mal gedrückt. Open Invite, Accept. Yay! Ah, es poppt jetzt richtig auf. Da! Knoto! Easy, Leute, easy. Ja, rechts von dir sind die Bösen. Die Bösen? Ich muss... Nee, wir brauchen eigentlich nur... Gott, ich bin tot. Oh, ich seh dich, ich seh dich! Ich bin tot. Ich seh dich. Hilfe! Ich seh dich. Ich sehe die zwei Rexe da. Töte mich nicht. Ja, töte dich. Guck mal, friedlich. Töte mich nicht. Die wollen mit dir spielen. Oh. Die wollen mit ihrem Essen spielen wahrscheinlich. Guck mal. Oh, ist das süß. Guck mal, wie sie dich in Ruhe... Ich gehe auch mal hin. Bist ja, toll. Bist du tot? Ja. Okay, ich gehe da nicht mehr hin. So, wie gesagt, wir spawnen ja... Ja, wir spawnen ja immer in der Nähe als Taco von Wasser und blauen Pflanzen, glaube ich. Wir brauchen ja nur zwei. Ich bin wieder da. Bist wieder da? Ja. Und wo? Musst mich wieder einladen. Bist du mir an der gleichen Stelle? Eigentlich dürftest du ja, nicht weit. Ich bin in der Nähe. Dann können sie dich gleich nochmal fressen, weißt? Ich habe dich eingeladen. Ach, da bist du! Jetzt müssen wir bloß gucken, wo wir die Pflanzen finden hier. Die wunderschönen Pflanzen. Und wir haben einen Tageslichtserver, Leute. Hype! Hype, wir haben Tageslicht. Du bist so langsam, ne? Kommst du rüber? Ich habe diesen Waschbär-Skin hier. Die Rexe kommen. Echt jetzt? Ja, die gehen in deine Richtung. Mach's gut. Ja. Oh. Also wie gesagt, hier haben wir tatsächlich die Chance, wirklich schnell zum Shanto zu kommen. Weil es ja hier überall noch blaue Pflanzen gibt. Ich habe aber gelesen, dass Dondi auf der V4 tatsächlich gearbeitet hat. Ja. Und es wurden einige Wasserstellen hinzugefügt. Ja, also er ist bei. Aber wie gesagt, die meisten haben wieder auf V3 umgestellt. Ich mag die V3 Map. Ja, sie ist kleiner. Die V4 ist... Ich finde, die ist vollkommen okay. Ja, eigentlich schon. Die Vegetation ein bisschen anders machen. Ein paar Elemente mit rübernehmen, aber... Von der Struktur her finde ich die einfach gut. Ja, man kann sich überall hinbewegen, das ist richtig. Ja. V4 ist schon ziemlich schwierig. Jetzt müssen wir bloß diese blauen Pflanzen finden. So, folgst du mir noch? Du folgst mich, ne? Du folgst mich. Du folgst mich! Ich folg dich. Folg mich! Oh, ich höre... Oh, die schreien schon. Nein. Ich finde das so geil. Ich glaube, hier oben sind welche. Wenn ich das richtig rieche, ja. Ich kann die blauen Pflanzen riechen, Leute. Warte ein bisschen schnell, warte auf mich. Ja, ich muss suchen. Ich glaube, ich renne völlig falsch. Aber da hinten am Felsen müsste was sein. Soll ich auf dich warten? Ja. Du bist so langsam. Angst. Ah nee, eigentlich, das ist eigentlich hübsch genug hier mit der Vegetation und so. Ich find's toll, ich finde die immer noch toll, die Karte. Ja. Falls hier der Spielplatz wesentlich höher als auf dieser riesigen Map. Versuchen wir ein bisschen lauter zu sprechen. Ich spreche eigentlich ziemlich laut. Ja. Also höher kann ich dich nicht mehr stellen. So. Ich spreche ganz normal, wie immer. Ich glaube, hier sind keine blauen Pflanzen. Ich glaube, ich bin entkommen. Hm. Eigentlich war mir so, wir brauchen ja nur zwei. Hier oben müsste was sein. Bevor wieder Fragen kommen, wir spielen hier auf Jurassic Jur Island. Wir waren vorhin auf Pangaea, auf den Stammserver rauf, aber da gibt es scheinbar irgendeinen Bug, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Und da hat schon jemand versucht, sich
auszuloggen, einzuloggen. Und dann lagen da ungefähr so 30, 40 Leichen rum. Und man hat auf dem Server dann nur noch 20 FPS gehabt. Also, es war schon nicht mehr schön. Ich glaube, ich renn falsch. Ich habe hier oben eigentlich den Verdacht gehabt, dass hier so ein Feld ist. Aber dem ist nicht so. Wartest du mal auf mich? Ach so, ja, was brauchst du denn so lange hier? Komm. Jetzt muss ich mich erstmal hinlegen. Ach, da hinten sehe ich dich. Taco, Liebe! Nee, ich glaube, wir müssen nach rechts laufen. Ich glaube, beim dritten Triple ganz hinten durch, da finden wir auf jeden Fall was. Aber ich weiß nicht, ob wir so lange durchhalten. Ja, das weiß ich auch nicht. Weil Wasser sieht eigentlich noch ganz gut aus, aber ich weiß auch gar nicht, was wir hier fressen können. Oh Gott, da habe ich gerade einen Schreck gekriegt. Hier liegt ein Stamm und ich dachte, das ist irgendein Tier. Ein Holzwurm. Ein Holzwurm. Der gemeine Holzwurm. Was können wir denn eigentlich essen jetzt? Ach Quatsch, ja, diese anderen Pflanzen, die es hier nirgendwo gibt, glaube ich. Depp, 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 depp. Ich habe echt gedacht, die lassen dich in Frieden irgendwie. Sind freundlich, sowas. Die wollten mir einfach nur Hoffnung lassen. Dachten, wenn ich zu sehr unter Stress dich steht, für du das Fleisch oder so. Und dann einfach zack. Der im Wasser hat dich gekillt, ne? Hm. Na, wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Wollte mich in Sicherheit wiegen. Und dann... Da ist er! Hi! Oh. Erstmal kurz schnüffeln. Okay, ja, ist er. Bleib mal stehen, warte mal stehen, warte mal. Ich will mal deinen Kopf ein bisschen dichter ran haben. Deinen widerlichen Kopf. Mein Kopf ist nicht widerlich. Wunderschön. Brauche ich fürs Thumbnail. Ah, so ist gut. Taco Force. May the Force be with you, genau. Wollt's gerade cool sein und verspricht sich auch noch. Ach, die Tragödie meines Lebens. So. Pflanzen, meine Freunde. Ja, ganz nach hinten müssen wir laufen. Aber wir sind ziemlich langsam. Und ich glaube, wir verhungern auch vorher, bevor wir die blauen Pflanzen finden. Es gibt bestimmt einige, okay, die jetzt gerade das Video gucken und sich permanent ins Gesicht hauen. Weil wir bestimmt schon an den blauen Pflanzen vorbeigerannt sind. Da, ich Idioten! Ich habe alle Koordinaten aufgeschrieben, außer die von Pflanzen. Ja, das wäre jetzt ein Vorteil gewesen. Also, Knotencode oder Knotosaurus haten. Offiziell. Ja. Dürft ihr das jetzt tun? Ich wurde gerade schon von den Rexen gehatet. Ich habe schon wieder total versemmelt. Da liegt eine Leiche? Ja. Wo? Nicht weit links, da liegt eine große Leiche. Oh, das ist nicht gut. Da können wir leider nichts mit anfangen. Wären wir jetzt Fleischfresser, wäre das cool gewesen. Da links jetzt, was ich sehe. Hä, ich sehe nichts. Creepy ist das. Liegen hier einfach so Leichen im Wald. Auch wahrscheinlich. Naja. Wenn wir jetzt Shantus wären, würde ich die Rexe sogar ärgern gehen. Also wir versuchen jetzt wirklich mal ein bisschen offensiver zu spielen. Jetzt nicht mit dem Taco, aber mit dem Dryo. Da können wir beginnen, offensiv zu spielen. Denn wir können zwicken und wir sind schnell. Mega Dryo. Ich höre sie doch schon. Ich kann nicht mehr laufen, warte mal. Ich auch fast nicht. Wir verhungern wirklich, bevor wir da ankommen. Guck mal, wie er sich hier tarnt im Busch. Er findet mich trotzdem mal. Außer einem Perspektive sieht das gerade aus, als ob deine Zunge raushängt dabei. Das ist eine komische. Also das würden die Rexe wahrscheinlich feiern, wenn die was hier so aussehen. Kommen die einmal an und die sitzen welche und Vögel, ne? Das ist so geil. Ja, wir haben eine Macke, ist egal. Aber Liebe muss sein, Leute. Liebe muss sein. Hashtag Dino-Liebe, ne? Zeit für Liebe muss immer sein. Das Wichtigste, was es gibt. Auch unter virtuellen Dinosauriern ist das wichtig. Das hält die Moral oben, Leute. Das hält einfach die Moral oben. Zwar nicht für den, der unten liegt. Sterben. Was? Als verhindert das auch Sterben. Richtig, richtig, richtig. Also mir gibt das neue Kraft und Motivation. Ich möchte mein Weibchen hier auch beschützen. Mein Weibchen nicht. Ich zeig dir gleich mal, was ein Weibchen ist. Ich hab gedacht, wir sind schon fertig hier. Jetzt Shantu schon in der nächsten Folge, aber... Das läuft nicht so, ne? Das läuft heute nicht so, nee. Aber ich weiß ungefähr, wo wir hin müssen. Gott, ich dachte, hier liegt ein Bein, ey. Ja, ich habe vorhin auch gedacht, dass mich hier irgendwas angrinst, aber dem war nicht so. Ich finde leider auch nichts zu fressen.
Das heißt, wir werden eh gleich verhungern. Außer wir finden jetzt die blauen Büsche. Oh, ich kann schwer nicht laufen. Es gibt aber keine blauen Büsche. Doch, ich weiß ja, wo die sind. Die sind beim letzten. Da, wo wir immer dieser Safe-See. Safe-See, geil. Ja, dann sag das doch. Da müssen wir hin. Ja, wir rennen total falsch. Nee, das ist der hintere von den Tribbeln. Und da ist, ja, das, ist der Bergmassiv. Wir rennen total falsch. Ach, da hinten ist doch schon der Berg. Weißt du, wie weit wir entfernt sind? Ja, das hier ist der zweite. Dann kommt der dritte und der letzte. Da müssen wir hin. Vertrauen Sie mir, ich bin Taco. Und da sind blaue Pflanzen, ganz, ganz viele. Ganz viele! Hier links müssen wir lang. Ja, da wäre ich auch so hingerannt. Hier so lang gelaufen. Ja, ich, ne, aber ich weiß trotzdem, wo es lang geht. Ich weiß immer, wo es lang geht. Navigator. Aber wenn ich mir das jetzt wieder so angucke, ich habe es ja eine Weile nicht gespielt, ich finde es immer noch hübsch. Also, ja. Muss ich gerade mal so sagen. Keine verwaschenen Texturen wie auf V4. Ich finde auch die Bäume sehen hier viel schärfer aus. Allgemein sind die Texturen hier einfach geiler. Aber ich glaube, vieles ist auf der V4 einfach noch Platzhalter. Oh, ich kann schwer nicht laufen. Taco Power! Ich glaube, wir gehen erstmal zum Wassergrund da schnell was saufen. Ist das nicht hier schon der See, wo die Bäume drin stehen? Ja, ist okay. Weiß ich nicht, da müssen wir nämlich hin. Aber Nahrung ist gleich. Ist der See, wo die Dinos drin stehen. Ja. Ne, ja, das ist doch der richtige. Da hinten geht's doch schon den Berg hoch und da müssen wir hin. Ich wollte schon wieder anvisieren mit der rechten Maus. Ja. Ja, die sind hinter uns. Also da oben den Wald hoch und da sind die blauen Pflanzen am Berg. Aber ich glaube, vorher verhungern wir. Aber wir könnten es noch schaffen. Schauen wir. Wir könnten es noch schaffen. Ne, das ist nicht der See, ne? Wir müssen noch weiter rechts. Da kommt der See denn. Dann bin ich doch richtig gelaufen. Oder? Da oben geht's zum Berg hoch. Ach, schwierig. Ach, na gut, da verrecken wir einmal. Das ist auch nicht so schlimm. Bauen wir wieder bei diesen hässlichen. Meinst du? Ich bin auch 2 Meter in der dort. Ja, stimmt. Und? Ich will jetzt mal was saufen hier. Was ist süß, wie er trinkt. Geil, ne? So ein kleiner Puschi hier. Hör auf zu schreien! Ach, er ist auch putzig. Find den cool. Süßer ist er. Deswegen haben die auch so lange gezögert, mich zu essen. Oh Mann. Wir bräuchten jetzt nur noch ein bisschen Nahrung und dann könnten wir auch schon wieder ein Weilchen überleben, aber hier ist ja gar nichts, was wir essen können. So gar nichts. Können wir keine Bäume mehr essen? Mehr? Nee. Ja, das ist schon lange vorbei. Diese roten Pflanzen müssen wir essen. Weißt du, ich hatte letztes Mal Pflanzenfresser gespielt, habe. Ja, also ihr seht, wie einfach das ist, ne? So, wir müssen aber auf jeden Fall zum Berg hoch, das ist definitiv richtig. Oder ist das hier, warte mal, ist das der erste See? Nee. Oder? Ups, ich glaube, das ist der erste See hier. Habe ich jetzt totale Orientierungsstörung? Das wird der erste sein, ne? Ja. Das heißt, wir hätten in die Richtung müssen, da hinten an den Berg ran. Hier lang müssen wir. Wir sind am falschen Berg. Scheiße. Scheiße! Wir werden es nicht mehr schaffen. Nein, aber vielleicht haben wir Glück und finden hier am Berg noch blaue Pflanzen. Oh Gott, ich verhungere gleich. Oder wenigstens was zu essen, dann halten wir durch. Doch in die falsche Richtung gelaufen. Fuck. Ja, wenn man in der Mitte von den See spawnt, ist es schwierig. Ich habe echt gedacht, wir müssen nach rechts hoch. Aber das ist der erste See. Hinter uns ist nämlich dann diese komische Schneise. Und da hinten, ja genau, der Berg ist es. Der Berg ist es. Was war das? Achso, ich verhungere schon. Alter, hab ich gerade einen Schreck gekriegt. Ich denk, was schreit hier? Ich sterbe. Denk, hast du neue Haustiere oder sowas? Vielleicht finden wir ja hier tatsächlich Pflanzen, die wir auch essen können. Aber ich glaube nicht. Und die Sonne geht auch schon wieder unter. Na, wenigstens haben wir wieder eine Folge bei Tageslicht. Das ist doch schön. Reicht doch wieder. Das reicht. Wohin liegen? Nochmal aufladen, oder? Ich gehe auf Tab weiter. Auf Trab. Auf Tab. Auf Trab. Tab, Trab. Auf Tab.
Aber ihr kennt das, wir haben immer Schwein. Wir haben immer Schwein. Wir werden es schaffen, Leute. Wir werden es schaffen. Wir gehen nicht drauf. Wir machen es spannend. Gut, du wirst sterben. Ich gehe mal drauf. Mein Death Counter, ne? Bist ja schon einmal verreckt. Die hätten mal mit dir spielen sollen, irgendwie. Ich muss ein hin und her schleudern sollen. Das hätte ich schön gefunden. Du brauchst ja nicht mal weglaufen bei den Viechern. Nö. Oh, hast du auch gerade gequiekt? Nein, ich noch nicht. Wieso quiekst du noch nicht? Weil ich noch, weil ich schon einmal gestorben war. Ah ja. Und noch Energie übrig habe. Trotzdem wirst du vor mir sterben. Durch was auch immer, du wirst sterben. Nein. Wenn du einfach nur aus dem Spiel rausfliegst. Nein. Guck mal, ich habe schon wieder hier Wunden. Tiefe Wunden. Lecke meine Wunden. Lecco mio. Lecke nicht deine Wunden. Ich glaube, da oben sind auch blaue Pflanzen. Die sind ja meist an irgendwelchen Hängen, sind die. Scheiße. Da oben muss was sein. Da oben muss was sein. Die ploppen auch immer so spät erst auf, ne? Oder? Aber eigentlich kann man die relativ gut sehen. Wir gehen mal so ein bisschen größeres Raster ab hier. Ist so viel Gras hier, weißt du? So viele Farne, Gräser, alles da. Und er verhungert. Er verhungert am vollen Teller. Eine Tragödie. Ich rieche das. Wir müssen da hoch. Hier unten werden wir, glaube ich, keine finden. Doch. Ja? Oder war es eben... Ne, es war ein Fehler. Schön. Hier wurde eben blau angezeigt und jetzt ist es weg. Da wurde blau angezeigt? Ja, ich hab. Ach. Ich komm. Wollte ich ja gerade sagen, die färben sich doch um, wenn man da dicht dran geht. Wie viel brauche ich? Nur eine Pflanze oder zwei? Zwei. Ich sag doch, Leute. Ja. Nee, das hast du mir weggegessen. Sind da noch mehr? Ja. Ach, geil. Ein gut verstecktes Feld hier, ne? Progression Point 2 habe ich. Oh Gott, ich muss. Gut, die bringen ja wenigstens auch noch ein bisschen Nahrung. Zack. Ja, du musst ja gucken, ob das Progression überleben wird. Jetzt kann ich es essen. Okay. Wir warten. Progression. Progressieren. Und dann hoffen wir, dass wir wieder zusammen spawnen. Ja, bitte. Schön. Also V3 habe ich tatsächlich wieder so ein bisschen Motivation. Wir nehmen es jetzt nicht mehr ganz so ernst, aber irgendwie schön. Man fühlt sich so, als wenn man wieder zu Hause ist irgendwie, ne? Ja. Schreib dir mal die Koordinaten auf. Ach. Ich kann jetzt nicht. Oh, Sau. Du hast einen Zettel. Ich verrecke. Ich muss jetzt wieder raustappen, das will ich nicht. Nee, dann lass es. Wir werden das schon wieder finden. Easy. So, 4, 3, 2, 1, 0. Trio. Progression. Triosaurus. Unlock. Da bin ich. Oh, ich bin irgendwo an der Küste. Schön. Ich auch. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war ja Martin und der Knotosaurus. Tschüss.